Moin moin liebe Sportsfreunde, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Creativerse. Es ist wieder Dienstag. Ich hoffe, ihr habt den Montag gut überstanden. Ich habe wieder Unterstützung an meiner Seite, Tigerius. Einen wunderschönen guten Abend miteinander. So, jetzt mal nicht mehr alleine hier, jetzt bin ich endlich mal wieder mit meinen Mates unterwegs. Iha, ja, einem von deinen. Ja, ich war ja ein bisschen fleißig, du weißt es ja noch nicht. Nee. Die fleißigen Zuschauer haben es schon gesehen. Ich habe die letzten beiden Folgen tatsächlich mal ein bisschen alleine gebaut, weil ich das doch ein bisschen affig fand, dass ich immer noch nichts Wohnliches hatte. Aber wir haben mittlerweile ein halbes Haus stehen. Sehr nett, im Vergleich zu mir auf jeden Fall absolut fortgeschritten. So, ich führe dich mal eben rum kurz. Also, Kiste 1, Kiste 2, und 3, da drüben ist da noch eine. Ja, dann Teleporter ist klar, hier Zubereitung und so was, ne? Ja, ja, ja. Dann möchte ich dich bitten, in den zweiten Stock zu folgen. Wo du jetzt drauf zuläufst, diese Blätterfläche, das wird alles noch Wohnung. Das wird alles noch ein großes Haus oben drauf. Ah, okay. Ja, aber weiter bin ich halt auch noch nicht gekommen. Alles schon beeindruckend auf jeden Fall. Jo. Sehr nett, sehr nett. Und so einen kleinen Garten hast du dir hier unten auch schon irgendwie angelegt? Nee, Garten habe ich noch nicht. Achso, das sieht jetzt aus wegen der Treppe hier so. Nee, das ist einfach nur mein alter Aufgang gewesen. Den ich ja dann bald nicht mehr brauche. Ach, weil du dich hier irgendwann mal so durchgebuddelt hast. Ah, okay, okay, ich sehe. Was? Verstehe, ich verstehe. Ja, das war mein Uraufgang. Ja, 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 jetzt habe ich deinen Baum zum ersten Mal. Das wird alles wieder dicht gemacht. Warst du denn schon mal jemals in meinem Baum eigentlich? Ja, letztens einmal. Ja, 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 gibt nicht viel zu sagen wahrscheinlich, oder? Ist noch nicht viel. Was soll ich dazu sagen? Eben, deswegen. Muss ja alles erstmal aufgebaut werden jetzt hier. Wie mache ich denn, wie aktiviere ich mein Schwert? Weißt du das? Komm, wo hast du es denn hingelegt in deinem Inventar? Ja, rechts. Also übrigens, Leute, erstmal hallo zum neuen Update. Es gab ein neues Update. Und ihr seht jetzt schon, das Interface sieht alles ein bisschen anders aus. Wir hatten... Aber es spielt sich voll flüssig jetzt. Das sieht super aus und... Apropos, ich muss sagen, leckst du eigentlich noch? Also bist du noch so am Hüpfen? Nein, stimmt. Oh, wo du sagst, Alter. Ja, es läuft alles flüssig. Du bist sehr synchron und alles sehr gut. Ah, auf jeden stimmt. Fall besser. Es ist besser geworden, auf jeden Fall. Boah, seit wann können die das denn? Ja, das können die schon immer. Alter, ich komme nicht an mein Schwert ran. Wie mach ich denn... Nein. Wie hol ich denn mein Schwert raus, Mann? Ey, Inventar, also so rechts, also, ja, genau, E. Ja, nee, eben nicht. Ich. Rechtsklick? Also die Zahl in deinem Windows unten in der Schnellleiste hast. Ach, mit Tabs schalte ich hin und her. Jetzt habe ich es gerade geschnallt. Okay, sehr schön. Ja, oder so. Also Leute, es ist alles ein bisschen anders. Ihr müsst jetzt euer Abbautool und eure Waffe rechts in diese beiden Fenster reinziehen und dann könnt ihr mit Tab hin und her schalten. Und somit haben wir jetzt 1 bis 12 unsere Tasten frei für irgendwelche Materialien und ja, Map, Q, E, also M, Q, E und T wurden jetzt einfach nur im Interface nach links gepackt. Soweit so gut, bin ich da jetzt auch erstmal durchgestiegen. Ja, was ist der Plan, Digga, was wollen wir machen? Ja... Ja, also entweder, also mein erster Gedanke war ja, eine Mine anzulegen, eine ordentliche. Mal Schicht für Schicht hier vorzuarbeiten. Okay. Um einen Zugang zu wichtigen Mineralien so zu haben. Wollen wir hier? Ich meine, wir haben ja schon sehr schöne Stollen. Ja, ich stehe da persönlich aber auch nicht so drauf, muss ich ehrlich sagen. Ich habe lieber gerade in der Mine so straight on mein System, mein Kastensystem und ich mag das nicht so in Höhlen reinzugehen. Wo du dann erstmal alles mit 1000 Fackeln und was weiß ich nicht was ausleuchten musst und so. Was hältst du denn hier? Von diesem Spot hier. Wo bist du denn? Eigentlich quasi unter meinem Baum. Ach, da hinten.
Komm mal mit. Oh, ich habe meine Uhr gar nicht angemacht. Hahaha. Wie lange haben wir jetzt schon? 5 Minuten ungefähr, ne? Ja. Ja, machen wir mal eben Stoppuhr hier an, damit ich auch Bescheid weiß. So, weiter geht's. Bam. So, ich habe hier so in dieser Senke, was hältst du davon? Ich meine, das ist genau zwischen uns. Und wir sind schon mal tief, weil das ist wichtig für eine Höhle. Ja, richtig. Alles klar, dann fange ich jetzt hier einfach mal spontan an. Eingang machen wir mal in diese Richtung. Das heißt, wir fangen an. Immer 2 breit. So deichse ich das. Und ja, 4 hoch, den mache ich den Gang immer. Damit man auch mal schnell hoch und runter kommt. Ne, Moment, jetzt haben wir 5, das reicht. 1, 2, 3, 4 und 5. Genau, immer 5 rausnehmen. 1, 2, 3, 4. Ja, aber sehr schön, das passt so. Ja gut, aber da brauchen wir jetzt erstmal Schlappen für. Was brauchen wir dafür? Ich mache erstmal einen Arsch voll Schlampen. Digga, immer schön drauf achten. Machst du weiter? Dann ich hol mal eben ein paar Lampen. Ach so, Lampen, ja. Ja, wir müssen ja so alle 5 lang müssen wir immer einmal eine Fackel setzen. Dann habe ich ja auch immer Spezialanordnung. Zwar beim Reingehen setze ich die Fackeln immer links. So kann ich mich halt nie verlaufen in einem Stollen. Weil ich weiß, wenn ich raus will, müssen die Fackeln immer rechts sein. Ganz simpel. So gut. Fackel. Oh, ich kann noch ein paar machen, das ist gut. Das kostet uns dann die Gaslampen. Haben wir eigentlich auch schon alles am Start für. Ja, wir machen das mal eben schnell. Wir machen hier Gaslampen vernünftig. Ich brauche Glas. Ich brauche das und das. Und was brauche ich noch? Und das andere. Und Kohle. Mensch, Kohle haben wir doch schon hier ohne Ende. Ach, Arkstone. Was haben wir denn an Arkstone-Schlampen jetzt schon? Arctic Torch. Weil die sind natürlich dann die allerbesten. Wir machen Arkstone. Arkstone ist better. Much better. Aber davon haben wir halt echt noch nicht viel. Ja, kriegen wir aber ruckzuck ran. Ich kann auch erstmal nur einen Satz machen. Aber das ist gar nicht schlimm. Ich würde sagen, lass uns das doch mal eben als erstes machen. Ein paar Axte uns ran schaffen, oder? Das ist natürlich dann eine Quest, da sollten wir zusammen los, ja. Da haben die... Ach, da brauchen wir nicht zusammen los. Aber dann haben die Zuschauer wenigstens was zu gucken, außer stumpfes Buddeln, weißt du? Ja, dann übernehme ich das stumpfe Buddeln und du bist auf Viecherjagd. Warte, dann gebe ich dir jetzt schon mal... Ich bin hinter dir. Ich habe Fackeln, also... Aber ja, aber dann nimm mal gleich die richtigen. Dann muss ich das später nicht wieder austauschen, weißt du? Ja, gut. Du bist sowieso gleich am Ende, du kannst gleich nicht mehr weiter, weil du dann erstmal das nächste Mining-Tool brauchst. Ah, ja klar. Und, warte mal, wir sind jetzt... Hier ist Fossil. Hier ist Fossil, hier ist Fossil. Hier ist Savanna. Fossil, Fossil. Also hier geht's ja in der Steinschicht los. 1, 2, 3. Ich muss mal kurz überlegen. Hier bleiben wir und machen einen Raum. Oder? Nee, noch tiefer. Ja, wir können noch ein... 2 tiefer können wir noch. Ja, mindestens. Ja gut, ich gehe mal eben auf Pixie-Jagd. Nee, gehe ich nicht. Ich gebe dir jetzt erstmal die Fackeln, wie abgesprochen. Ja. Hier. Nee, gebe ich dir nicht. Ich mache das nachher selber. Alles gut.
Whatever. 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 So, in welche Richtung gehen wir denn mal? Nie ohne Seife waschen. Ach komm, immer Richtung Süden. Im Süden gibt's immer schöne Sachen. Ich hoffe dann auch die richtigen Viecher. Oh, nice! Cool, ich hab Melonen gefunden. Nice, die sind ja selten, sagtest du mal. Die sind echt selten, ja. Und ich hab das erste Viech gefunden. Das ist natürlich noch besser. Yes. Ich hoffe, ich find's jetzt auch wieder. Natürlich finde ich es nicht wieder. Nein. Wie gesagt, ich finde ja zu zweit ist das Jagen ein bisschen einfacher. Ja, tob dich aus, du, mach das. Dann laufen wir halt in verschiedene Richtungen. Wir brauchen jetzt ganz viele von diesen blauen Viechern, das mal. Ja, ich bin aber auch ein begeisterter Minengräber, von daher. Ah, hier hinten war ja nur der Sumpf. Ich habe ja ein riesiges Sumpfgebiet. Dann laufen wir jetzt mal Richtung Osten. Irgendwo brauchen wir jetzt Axte und Viecher. Wo sind wir überhaupt auf der Map? Ziemlich weit im Süden. Oh, ich laufe in die falsche Richtung. Da laufe ich jetzt mal am Meer entlang. Noch weiter nach unten. Also immer Richtung Süden halten und hier am Meer entlang laufen. So sollte ein... oder am Sumpf entlang laufen. Ich glaube, so sollte ein Schuh draus werden. Ja, ja, ja. Und schon Viecher getroffen? Komm, haut ab, ihr Viecher, ey. Nervt mich nicht. LOL! Pixies, jetzt folgen sie dir auch ins Wasser. Jetzt haben sie es endlich mal behoben, diesen Bug. Okay, mein Trick geht nicht mehr, schade. Hm. Gut, sie folgen mir zwar ins Wasser, aber sie können nichts machen im Wasser. Also irgendwie haben sie da immer noch nicht so ganz den Dreh gefunden. Hm. Aber läuft. Läuft schon mal ein Stück weiter bei denen, genau. Okay. Was habe ich hier? Nette Höhle. Müssen wir mal eben kurz reinschauen hier. Oh, was meine müden Augen hier sehen. Schon mal Magnetite. Magnetite ist immer gut. Aber hier wieder was Größeres. Ein Arsch voll Kohle ist hier auch. Naja. Aber wir haben ja eine andere Mission. Genau, Viechers jagen. Darkstones ergattern. Oh, ich hab einen Blimp. Ah, ich sehe so ein Vieh.
Nee, doch nicht. Ich will die immer zu gern. Ach, da ist es. Ich sehe es. Also Leute, ihr seid nach wie vor Viechern sicher, wenn ihr euch einfach nur im Wasser aufhaltet. Das nur mal so als kleinen Tipp. So, wie sieht das aus? Erforschen wir hier wenigstens was? Ja, jetzt gleich fangen wir an, neue Gebiete zu entdecken. Oh, das Vieh ist echt hart zu töten mit so einer Steinkeule hier. Ah, ich hab's endlich erwischt. Ein Keeper! Und da teleportiere ich mich auch direkt zurück und bin mal ganz kurz AFK. Jo. So nach dem Motto Mission Complete. So, wenn ich jetzt auch noch so ein Teil finden würde, dann haben wir wenigstens zwei heute. Das ist, ey Mann, eigentlich sind die nicht so selten, ey. Was ist denn los hier? Drei Bomben habe ich noch. Ach, come on! Ich dachte, da kann ich mal schnell zwischen den Leuten durchlaufen. Nee, war nix. So, da bin ich wieder. Webbe. Dankeschön. Ja, erfolgreich ein Viech gejagt und zwei Arkstones ergattert. Sehr schön, ich bin erfolgreich gestorben. Warum machst du denn sowas? Ja, weiß auch nicht, hatte ich gerade Bock drauf. Nee, finde ich jetzt nicht so erstrebensreich. Naja gut, jeder seine eigenen Hobbys, ne? So, wir sind jetzt auf der Suche nach Obsidian und Magnetit oder so, ne? Das war doch auch noch so eine Nebengeschichte. ja. Wo findet man denn das am besten? Obsidian findest du auch noch im Fossil-Layer. Also in der ersten Schicht. Also muss ich ja doch in eine Mine. Für Obsidian, ja, klar. Ja, alles nix. Au! Ey, warum greifst du mich hier an? Da werde ich in meiner eigenen Butze angegriffen von zwei Viechern. Ist das eine Frechheit? Ach, komm mal, ey. Ich mach mich erstmal schnurstracks auf dem Weg zu meinem Todesstein. Oh, heftig. Aber weißt du, woran das liegt? Ich habe immer noch keine Tür in meinem Baum. Das könnte natürlich gut angehen. Will ich doch jetzt mal einfach mal so dumpf und bastel mich eine Tür. Da kommt auch schon das hier rein. Ja, es ist halt Nacht jetzt auch, ne? Die sind jetzt sehr aggressiv, die Viecher. So, ohne weiteres komme ich gerade auch nicht dahin, wo ich hin will. Ah, jetzt aber schnurstracks.
Oh, und das nächste Vieh, meine Güte. Geh kaputt. Geh kaputt, kaputt, geh, geh, geh. Und da kommt das nächste. Ah, ich krieg die Krätze. Ah, endlich, ich bin da, sehr schön. Eine Zumindest können wir ihn schon mal sehen. Nee, ne? Och, lasst mich doch alle in Ruhe, ihr Mistviechers. Niemals! Mann, Mann, ey. Wax. Hab ich. Da. Gott, mach mir bloß eine Tür. Ich bin aber auch gerade voll im Lauf-Weg-Modus. Weil ich irgendwie so artig Mirus hinter mir habe. Und mit dem Steinschwert fühle ich mich da auch noch nicht so wirklich sicher. Nee, keineswegs. Also ein Obsidianschwert wäre jetzt schon mal echt nicht schlecht für uns beide, plus Rüstung. Ja. Wobei wir müssen, also ich muss mir ja erstmal Leder und Steinrüstung craften. Nee, Stein gibt's hier gar nicht. Ich weiß gar nicht, was als nächstes kommt. Iron oder so. Ich wollte gerade sagen, bringst du jetzt schon die Games durcheinander? Nee, das nicht. Das ist gut. Warum habe ich denn noch ein Todesrecall-Dings hier, Wumster-Punkt? Fällt mir gerade mal auf. Das ist ein bisschen strange, ich bin noch erst einmal gestorben. Weiß ich auch nicht. So, Weed Seeds haben wir jetzt auch schon mal. Immer gut. Können wir uns bald lecker Brot backen. Oh. Tatsächlich. Sehr schön. Da hinten ist noch eine Todesstatue. Hä? Bitte was? Habe ich die jetzt nur nicht aufgenommen oder was ist hier los, ey? Das kann ihr nicht beantworten. Aber mich interessiert auch. Was hast du da angestellt? Ja, das ist die gleiche. Ich habe sie nur nicht leer gemacht. Ich Idiot. Machen Sachen. Nee, ich hab sie mitgenommen. Da ist es einfach nur noch der Strahl, der immer noch hier ist. Oh, toll, ey. Wieder 10 Kilometer in die falsche Richtung gelaufen. Ach ja, du machen Sachen. So, kann ich jetzt bitte hier einmal so ein Scheiß verpisstes. Ey, watch your words, man. Watch your words. Anglerfisch, Drecksvieh. Hier mal bitte jetzt finden und töten und hinrichten. Arkstein. Ja, irgendwie verraten mit Warpstein. Darf ich nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Dann möchte ich das Zeug nämlich nicht mehr anfassen. Nee, auch falsches Spiel, Digga. Ja, ich weiß. Oder falsches Universum. Ich weiß. Ey, das kann doch jetzt bald gleich schon nicht mehr sein, dass ich hier wirklich nichts finde. Das gibt's doch gar nicht. Also so selten sind die Dinger so, jetzt aber wirklich, auch nicht. So wirklich so gar nichts, oder was? Also überhaupt kein Viech, was ich gerade irgendwie haben will. Ha.
Aber dafür habe ich schon mal fast 99, also ein Stack rote Pilze am Start. Das ist doch auch nett. Das ist... Ja gut, 40 sind es jetzt, aber immerhin. Kann man auch was mit anfangen, ne? Oh, da gibt's lecker Mushroom-Sandwiches bald. Mmmh. Hätte ich auch gern was von, ja. Schön Weed und Pilze, Digga. Ja, irgendwie habe ich hier kein Glück. Ich weiß auch nicht, ey. Was du machen? Oh, schöne. Oh, schön. Was habe ich hier gefunden? Wo bin ich überhaupt? Nice. Einen dicken Canyon haben wir gefunden. Das heißt, hier können wir uns dann später die Trockhawks herholen. Sehr gut. Ja, das ist schon mal eine Ressource, dann leichter zugänglich ist. Weil die brauchen wir vor allen Dingen auch viel. Diese komischen Hufe von diesen Trucks. Weil daraus machen wir lecker Sachen, machen wir daraus. Boah, das ist sogar ein richtig geiler Canyon hier. Fett mit See in der Mitte und so. Aber nicht ein einziger Truck hier. Das ist doch nicht mal ernst. Ey, überall diese scheiß Windviecher, aber kein einziger Truck. Ah, doch, da, einer. Zwei. Jetzt habe ich doch welche gefunden. Gut, dann holen wir uns die mal gleich ran hier. Truck, komm her hier. Oh geil! Mineralwasser! Nice! Schon gut los! Oh, Alter, wie lange die brauchen mit einem scheiß Steinschwert, ey. Aber der erste Truck, das erste Truckhorn. Nice. Ey, wie fett ist das denn, Mann? Direkt ein Mineralsee gefunden. Das ist sehr, sehr, sehr nice. Und das alles unter einer Höhle. Über einer Höhle, logischerweise. Ah, wir haben eine unendliche Mineralwasserquelle. Wie geil ist das denn? Ja, nice. So, dann wollen wir gleich mal den nächsten klatschen hier. Komm ran. Ach, come on! Ach, ich hab heute kein Glück. Womit? Mit dem, was ich tue hier. Oh. Das ist ne Shoot. Ich bin halt schon wieder gestorben. Warum machst du sowas? Ja, ich weiß auch nicht. Was brauche ich denn für... Teleportatoren oder wie auch immer. Ich kann sie noch gar nicht bauen. Shit. Ich kann sie leider noch nicht bauen. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Okay, ich mache mich mal wieder auf den Weg zu meinem Todesort. Mal wieder. Aber ehrlich, ne? Oh, nur Noobs hier, ey. Ah.
Einmal mit Profis, ey. Nur ein einziges Mal. So schön. So schön wäre das. Schnacken, ey. Guck an. Ach, und wie ist der Zufall so will, ich hab einen gefunden. Was hast du gefunden? Ein Keeper. Nein. Suche ja doch noch gelohnt. Aber wenn ich jetzt nicht gestorben wäre, hätte ich ihn nicht gefunden, den Kameraden hier. Aber der versteckt sich wieder so toll hinter irgendwelchen Viechern. Böses Vieh. Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Wo ist der hin? Da ist er. Aus jeder Ecke kommt hier irgendein scheiß Schwein, Mann. Ich will doch nur dieses Viech töten jetzt hier. Na endlich! 3 Arkstones, sehr schön. Ah, geht doch. Und eine Turn Journal Page. Auch nicht schlecht. Was ist denn das? Das sind immer so kleine, nette Find-Items, so Gimmicks. Nichts Spielinteressantes, einfach nur, wenn du alles gesammelt hast, dann hast es. Oh wow, okay. Also zumindest habe ich noch nicht herausgefunden, dass man dadurch irgendwelche Vorteile oder so hat. Gut. Das ist einfach nur so ein Ding, was du auch am Anfang kriegst, wo ein paar Tipps drin stehen und so. Oh, ey. So, ob wir es diese Folge noch schaffen, zu meinem Todes... Ort zurückzukehren. Das war nicht. Weil ich war ja jetzt schon ein ganz ordentliches Stück weit draußen. Ich habe hier schon wieder eine geile Höhle. Na, nee. So geil ist sie nicht. Allgemein ist hier alles sehr, sehr hügelig. Unter diesem Regenwald oder was das hier ist. Alter Mann, lass mich doch einfach mal in Ruhe, ey. Was ist dein Problem? Ich schlag dich doch nicht, also schlag du mich auch nicht. Also Gewalt. Echt immer diese gewaltverherrlichenden Spiele, ne? Ständig. Das sind die schlimmsten. Oh. Das sind die schlimmsten, ey. Ey, hier, Creativerse CS machen wir bald, ey. Boah. Das ist, glaube ich, zu hart. Da musst du das aber schon echt raten, oder? Jo. Ich habe jetzt noch 2 Minuten, meinen fucking Ort Platz hier wieder zu finden. Echt? Ja. Das ist dein Loot weg? Nee, aber dann ist die Folge vorbei. Oh. Ist schon wieder soweit. Tatsächlich. Ja, meine lieben Freunde, ihr seht, Creativerse kann mal so laufen, ne? Ja, ich muss auch immer mal das Negativbeispiel aufbringen. Kann man mal machen, muss man nicht. Oh, ich sehe meinen, in weiter Entfernung sehe ich endlich meinen Todesort. Oh Gott, J sein Schrank. J sein Schrank. Sehr gut. Da
Da sind wir wieder am Stissel, mein Nissel. Nissel, mein Nissel. Die Mucke ist so geil, ey. Binst du? Nö. Das ist, glaube ich, hat's auch noch nie gegeben bei Creativerse. Im Mineralwasser gestorben, ey. Nein. Doch eigentlich schon eine Kunst, oder? Ja, ja, doch. Wasser, was sich ständig heilt. Gut, wir haben unseren Kram wieder beisammen. Leute, lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Gerne auch ein Abo, wenn euch meine anderen Videos gefallen. Ich denke, wir sehen uns am nächsten Dienstag wieder. Bis dahin, in aller Frische, tut nichts, was ich nie auch tun würde. Ich freue mich auf das nächste Mal. Euer Hightower. Ciao, ciao. Bye, bye.